Fang's an, doch denn, nö, fan, nö, fan. Also, wenn man mir damals gesagt hätte, dass ich mal die Bundeskanzlerin interviewen würde. Kuckuck, da bin ich. Willkommen zu Tag. High five. 5. Ja, willkommen zu Tag 5. Heute geht es um das da. Huch. Ich muss das mal mit Klebeband fixieren. Die Staffelei, mit der ich meine letzte Ausstellung zerkloppt habe. Ist das nicht großartig? Für 250 € könnt ihr die kriegen. Dann könnt ihr euch die an die Wand hängen oder an die Wand lehnen oder auf den Boden legen oder damit angeben. Oh, I knew way before it was dead. Wow, my heart is by myself. I'm gonna get it back right now. Oder als Brennholz verwenden. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das benutzen kann. Man kann auch seine eigene Ausstellung damit zerkloppen. Aber warum habe ich meine Ausstellung zerkloppt? Das war ein würdiger Abschluss für die Ausstellung, die ich gemacht habe. Die ersten Bilder wären kunstmarkttechnisch einfach mal die wertvollsten gewesen. Jetzt sind sie es nicht mehr. In your face. Kunstmarkt. Der glückliche Käufer bekommt dann jedenfalls das da zugeschickt. Vorher werde ich das signieren. Und ich hasse signieren. Ich verstehe den Sinn von signieren einfach nicht. Das ist ja so, wie als würdest du dein eigenes Kind tätowieren. Aber noch schlimmer, dein eigenes Kind tätowiert sich seinen eigenen Namen auf dem Unterarm. Hallo, ich hätte gerne meinen Namen hier tätowiert. Warum? Weil ich mich liebe. Das war's dann soweit von mir. Wie immer gilt, halt die Kampagne. Stopp! Also an dieser Stelle würde ich die ganze Geschichte gerne beenden wollen. Einfach aus folgenden Gründen. Wir haben das Ziel erreicht. Wir haben das Ziel überschritten. Dafür erstmal vielen Dank. Danke fürs Teilen. Danke fürs Supporten. Ihr seid die Besten. Mindestens. Wir könnten das Ziel wahrscheinlich auch noch weiter überschreiten. Aber ich glaube, es macht halt wirklich mehr Sinn, für das, was ich eigentlich geplant habe, eine neue Kampagne anzulegen. Da wird es dann halt auch sofort konkret werden. Da wird es nicht darum gehen, meinen Arsch von der Straße zu retten. Das haben wir jetzt mit der Kampagne geschafft. Ich kann meine Schulden nicht komplett bezahlen, aber ich werde jetzt irgendwie so eine Ratenzahlung vereinbaren. Und irgendwann werden wir über diese Geschichte lachen können. Mega lustig. Vielen Dank an alle, die mich so hart unterstützt haben. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach so schön, wenn man geliebt wird. Ohne Grund. Was ist das? Können wir jetzt öffnen? Diesmal komme ich von der Seite. Always say, it's bad for your heart, it's good for your art. Sieht aus wie so ein Kunststudent. So eine Pimmelmütze. Entschuldigung, können wir bitte kurz durchziehen, wie viele Veganer wir in der Klasse haben? Ich habe mich am Mittelfinger verletzt.